Ob in der Nähe der österreichischen Bundeshauptstadt. Ein Leitwerk. Schaut sehr nach Fliegerbombenleitwerk aus. In mecklenburgischen Kleinstädten. Drehen Sie die Zündnadel im Detonator, damit wird der Bombe die Bombe ausgelöst. Oder an der Ostseeküste. Munition liegt überall. Nachdem wir die Bombe also identifiziert haben, kann sich der Entschärfer dann daran machen, diesen Zünder zu entfernen. Sprengungen oder ungewollte Detonationen von Weltkriegsmunition kommen nur selten vor. Die Gefahr ist trotzdem ein ständiger Begleiter von Kampfmittelräumern, denn viele Kampfmittel sind nach wie vor explosiv. Fliegerbombenverdacht südlich von Wien. Am 23. August 1944 werfen amerikanische Flugzeuge mehr als 1000 Bomben über dem Flugmotorenwerk Ostmark in Wiener Neudorf ab. Viele Bomben landen als Streutreffer in der Umgebung, zum Beispiel im 700 Meter entfernten Guntramsdorf. Einige bleiben als Blindgänger liegen. In Guntramsdorf möchte ein Lebensmittelhersteller neu bauen. Die vorsorgliche Luftbildauswertung hat einen Verdachtspunkt ergeben, der auf einen Fliegerbombenblindgänger hindeutet. Die Kampfmittelspezialisten einer Firma für Munitionsbergung haben an der Stelle eine sogenannte Tiefensondierung vorgenommen. Stefan Pleiner hat mit seinem Team weitere Indizien dafür sammeln können, dass ein Blindgänger in der Erde liegt. Und genau an dieser Stelle, wo dieser Block in der Erde steckt, ist dann der errechnete Punkt, wo sich dieses Verdachtsobjekt in ca. 7 Meter Tiefe dann befinden sollte. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Fliegerbombe ist, ist nicht sehr gering, aber es kann trotzdem immer nur alles Mögliche sein, vielleicht ein abgerissenes Brunnenrohr oder sonst irgendwas. Aber das lässt sich halt erst herausfinden, wenn wir wirklich unten sind und das Ding mit eigenen Augen anschauen können. Für die Tiefensondierung haben die Experten 57 Löcher um den Verdachtspunkt herum gebohrt, jeweils 8 Meter tief. Jetzt graben sie die Stelle auf. Die Männer haben positive Erwartungen an den Tag. Es ist alles super perfekt. Es ist dieser Einschlagspunkt aus Luftbildauswertung ist perfekt. Die Messungen sind perfekt, die Kurven ist perfekt. Also bessere Indizien gibt es dann nicht mehr. Ja. Zunächst ziehen die Kampfmittelräumer die Fläche auf etwa 5 Meter ab, bevor sie von Hand weitergraben. Den Job an der Schaufel übernimmt später Thomas Bauer. Schauen wir, ob es wirklich so ist, wie wir vermuten. Ja. Aber umso tiefer der Bagger grabt, umso mehr steigt die Spannung. Dass die Bombe sehr tief liegt, macht es den Kampfmittelräumern nicht leicht. Schon bald kommt Wasser in Sicht. Damit haben die Männer aber gerechnet. Okay. Wir hoffen, dass das alles nur Schichtwasser ist und kein Grundwasser, weil Schichtwasser würde bedeuten, dass einfach das Wasser ist, das aus dem tonigen Untergrund austritt. Grundwasser würde den Job um einiges komplizierter machen. Wenn mehr Wasser kommt, wie man pumpen kann, dann müssen wir uns blöderweise irgendwas anderes einfallen lassen. Dann wären die Maßnahmen aber auch ziemlich massiv, wie zum Beispiel eine Grundwasserabsenkung oder einen wasserdichten Kasten rundherum einbauen. Wenn das notwendig sein wird, dann wäre das sicher eine Aktion, die mehrere Tage dauern würde. Die Männer kommen gut voran. Bald haben sie eine Tiefe von 4 Metern erreicht. Das Loch muss aber noch breiter werden. Stefan und sein Team sind momentan Zuschauer, denn das erste Stück graben die Kollegen von der Baufirma an die Bombe heran. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Ja, Tag wie jeder andere, mal was Besonderes, mal was anderes. Selbst für die erfahrenen Kampfmittelräumer ist dieser Tag besonders. Die Hoffnung, eine Fliegerbombe zu finden, ist sehr groß. Im Moment sieht es definitiv gut aus. Es kommt zwar Wasser, aber nicht so viel wie befürchtet. Das heißt, es schaut so aus, als wären wir das mit einer oder maximal zwei Pumpen leicht rauspumpen können und somit unten schnell wieder trocken sein. Die Pumpen kommen in die Grube, die immer größer wird. Die Kampfmittelräumer verfolgen den Aushub genau. Einerseits schauen sie nach dem Eindringkanal, der den Einschlag einer Fliegerbombe belegen könnte. Andererseits achten sie darauf, ob der Bagger eventuell Bombenteile aus dem Boden holt.
Stefan sieht etwas, das ihn beunruhigt. Oh Scheiße, na bitte keine Piloten. Was? Bitte keine Piloten. Spitzen, ne? Ja? Das stimmt, ja. Schaut nicht gut aus. Aber. Nein, es ist Holz. Also nichts. Piloten werden in Österreich bestimmte Holzpfähle genannt. Was wir relativ oft haben, ist, dass wir Bombenverdacht haben aufgrund von Holzpiloten. Ja? Also die haben früher einfach sehr oft Holzpfähle reingeschlagen, ja? Die vorne an der Spitze eine Eisenkappe gehabt haben, dass man sie besser reinschlägt. Ja? Ich hoffe mal nicht, dass das von einem Holzpiloten herrührt. Eine Eisenspitze hat das Stück Holz nicht. Und so glaubt Stefan noch nicht daran, hier Holzpiloten auszugraben. Er bleibt vorsichtig optimistisch. Im Moment sind wir immer noch 2 Meter über dem Verdachtsobjekt. Ja, also wir haben jetzt noch relativ viel nach unten. 2 Meter ist doch noch sehr, sehr tief runter. Das heißt, einen guten Meter werden wir noch mit dem Bagger machen. Und dann den letzten Meter, letzten Dreiviertelmeter, dann mit der Hand. Mit dem Bagger wollen die Männer eine saubere Arbeitsfläche unten im Loch herstellen, um mit der Sonde das Objekt im Boden genauer zu lokalisieren. Noch ist nicht klar, ob dort unten eine Fliegerbombe liegt oder Schrott. Südmecklenburg. In der Parchimer Regimentsvorstadt hat eine private Räumfirma eine amerikanische 150-Pfund-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am 4. April 1945 bombardierten amerikanische Fliegerverbände den Fliegerhorst Parchim. Vermutlich stammt die Bombe aus diesem Einsatz. Der staatliche Kampfmittelräumdienst muss die Bombe entschärfen. In einem 38 Hektar großen Baugebiet soll unter anderem eine neue Schule gebaut werden. Eine Kampfmittelberäumung ist Standard. Die Experten hatten noch weitere Verdachtspunkte ausgemacht, die sich aber als ungefährlich herausstellen. Robert Molitor leitet den Kampfmittelräumdienst Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein ganz normaler Aufschlagzünder, das heißt, er hat keine vorgespannte Feder. Wenn man nicht tatsächlich an der falschen Stelle anpackt und ihn falsch behandelt, dann ist er normalerweise auch ohne große Probleme manuell zu entschärfen. Also das ist im Krieg tatsächlich mit diesem Zünder auch passiert, wenn man mit der Zange eben nicht den Zünderkörper fasst, sondern am Drehteller, der ist eingedrückt und dann drehen Sie die Zündnadel im Detonator, damit wird die Bombe ausgelöst. Noch können die Experten nicht vorhersehen, wie die Entschärfung läuft. Die Kampfmittelräumer sind auch auf den schlimmsten Fall vorbereitet, wenn sie den Zünder nicht herausdrehen können. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die wir vorhalten, anderes Werkzeug noch. Und hier ist aber so viel Platz außenrum, dass wir sagen, hier können wir tatsächlich auch die Bombe dann sprengen. Das heißt, sie wird abgedeckt mit Sand, kommen Wassersäcke drauf, sodass wir keinen Splitterflug haben und kein Risiko. Also wenn sich irgendwann rausstellt, dass wir die Entschärfung nicht durchführen können, dann wird gesprengt. In 5 Stunden soll die Entschärfung starten. Bis dahin müssen die Anwohner den Evakuierungsbereich verlassen haben. Einsatzleiter ist Frank Schmidt. Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Parchim. Schon um 7 Uhr morgens werden die Absperrungen vorbereitet. Der Evakuierungsbereich umfasst einen Radius von 300 Metern. So weit können Splitter fliegen, sollte bei der Entschärfung etwas schiefgehen. Der Einsatz hat im Grunde genommen heute Morgen schon begonnen mit der ersten Absperrung, mit der Vollsperrung. Wir haben die Einsatzkräfte vor Ort. Momentan sind es mehr als 100 Einsatzkräfte aus allen Bereichen, Gesundheitswesen und Feuerwehr, Polizei, alles. Und natürlich die städtischen Einsatzkräfte nicht zu vergessen, die jetzt unterwegs sind. Nicht nur für die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr ist dieser Einsatz ungewohnt. Seit dem Krieg gab es in Parchim keine Bombenentschärfung. Eine echte Premiere für die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr um Wehrführer Bernd Schröder ist mit mehr als 40 Leuten im Einsatz. Man hat natürlich, wenn man im Einsatz ist, auch mal eine gewisse Anspannung. Das ist schon so. Man, das geht ja nicht locker ran. Es ist ja auch ein gewisser Ernst dabei und man muss ja auch die Arbeit vernünftig abarbeiten. Das heißt, die Routine darf da nicht so Einzug halten. Um 10 Uhr soll die Evakuierung abgeschlossen sein, damit die Entschärfer pünktlich mit ihrer Arbeit beginnen können. Die Feuerwehrleute gehen auf ihre Positionen. Sie unterstützen die Polizei bei den Absperrungs- und Evakuierungsmaßnahmen. Das ist eine
nicht ganz 300 Personen, die jetzt quasi ihre Wohnungen verlassen müssen. Und die Aktion läuft gerade. Und wie gesagt, ich warte jetzt auf die Rückmeldung, dass das passiert ist. Und dann können wir starten. Ein Teil der Feuerwehrkräfte bleibt für akute Einsätze vor Ort. Auch der Koordinierungsstab der Stadt ist im Feuerwehrhaus untergebracht. Wir haben alle Einsatzkräfte hier in der Stadt mobilisiert. Das heißt, wir haben jetzt 3 Teams draußen, die bei der Evakuierung unterstützen. Das heißt, die Evakuierung ist ja bis um 10 abgeschlossen, die jetzt die Nachkontrollen machen, die Leute wirklich alle ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben. Das machen diese 3 Teams, die werden dann nachher weiter eingebunden in der Absperrung draußen zur Unterstützung. Dann ist ein großes Team oder ein Zug, sage ich mal, in Stärke draußen, der am Rande der Absperrung die Absicherung macht für die Entschärfungstrupps, damit da, wenn da was schief geht, was wir alle nicht hoffen, natürlich auch schnell eingegriffen werden kann, Hilfe leisten kann. Dann muss das Bereitschaftsteam der Feuerwehr tatsächlich ausrücken. Bei Nachkontrollen durch die Polizei wollten einige Anwohner ihr Haus nicht verlassen. Die Feuerwehr muss Amtshilfe leisten und die Tür öffnen. Kann die Entschärfung trotzdem wie geplant starten? Bei Wien ist noch unklar, ob es etwas zu entschärfen gibt. Es ist soweit, ja. Es schaut so aus, als hätte sich euer Verdachtspunkt bewahrheitet. Ja. Philipp Birker ist zu Besuch auf der Baustelle, um zu schauen, wie die Räumarbeiten vorangehen. Der Luftbildspezialist arbeitet für eine private Luftbilddatenbank. Er hat den Blindgängerpunkt in Guntramsdorf entdeckt. Also hier haben wir es mit einer Aufnahme zu tun, die nur 2 Tage nach dem eigentlichen Angriff entstanden ist. Deshalb ist auch der Blindgängerverdachtspunkt einerseits gut zu sehen. Und man sieht um dieses Einschlags, um diesen Einschlagspunkt, um dieses Loch, eben noch so helle Flächen. Das sind von dem Auswurf, von dem Boden runter. Das legt sie eben dann auf den Feldern ab und dann sieht man das so schön. Währenddessen kämpfen die Kollegen in der Grube mit Schichtwasser. Trotzdem sind die Männer schon gut vorangekommen. Fast 6 Meter tief sind sie in der Erde. Die meisten Fliegerbomben liegen in diesem Bereich. Bald können die Kampfmittelräumer übernehmen. Aber die Männer werden stutzig. Etwas stimmt hier nicht. Nein, es ist nur der Benzingeruch, weil von der Seite der Benzin reinkommt, aber nichts Besonderes. Also. Der Benzingeruch macht die Kampfmittelräumer leicht nervös. Denn das ist für eine Fliegerbombe eher ungewöhnlich. Ist an dieser Stelle nur ein Ölfass vergraben? Die Männer sondieren noch einmal in der Grube. Doch sind sie relativ weit weg von dem Objekt. Per GPS markieren die Kampfmittelräumer den Verdachtspunkt. Dort wollen sie gleich tiefer graben. Stefan Pleiner gleicht die Messungen mit den zuvor ermittelten Werten ab. 38,6, liegen wir so, oder? Genau. Das ist der vordere? 6 ist der vordere? So. Okay. Ist der hintere. Okay. Weil eben zwischen den beiden Punkten der Ausschlag am höchsten ist, muss das Objekt irgendwo zwischen den beiden Punkten eher leicht rechts. Aber das ist, wie gesagt, nur errechnet. Je weiter die Männer graben, desto mehr offenbart sich ein schwarzer Fleck in der Grube. Der Benzingeruch nimmt zu. Es ist jetzt so, dass das ungefähr an der Stelle, wo es wir vermuten, zumindest knapp 2 Meter drüber, da ein schwarzer Fleck auftaucht, stark mit Benzingeruch durchdrängt. Schauen wir mal, ob das vielleicht zusammenhängt. Erst das Stück Holz, jetzt Spuren von Benzin im Boden. Einen Eindringkanal haben die Männer auch noch nicht entdeckt. Verfolgen sie etwa eine falsche Fährte? Gespannt schauen sich die Männer an, was der Bagger zum Vorschein bringt. Sagt man richtig, das ist geil, oder? Ist da. Das austretende Wasser wird immer öliger. Stefan möchte jetzt genau wissen, was es damit auf sich hat. Die Männer graben weiter. Und wichtig ist, dass man
Wichtig ist, dass man den schwarzen Fleck sieht. Noch immer keine Hinweise auf eine Bombe. Mit dem Bagger verfolgen die Kampfmittelräumer die schwarze Spur. Plötzlich hört der Baggerfahrer auf zu arbeiten. Ein Leitwerk. Ja, schaut gut aus. Stefan Pleiner zweifelt noch etwas. Also wir sehen mittlerweile in allem ein Leitwerk, ja. Aber es schaut jetzt so schlecht aus. Allen Anschein nach, ja. Es ist natürlich jetzt im ersten Moment ein verbogenes Metallteil, aber es schaut sehr nach Fliegerbombenleitwerk aus. Da ist es zusammengeschweißt. Immer da, das geht jetzt schon runter. Da war es zusammengeschweißt, das heißt, es könnte ein deformiertes Leitwerk sein. Ja. Bombenleitwerke rissen meistens beim Einschlag ab. So auch hier. Wir sind wieder im Rennen. Ja. In Velde bei Kiel hat der Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein seinen Sitz. Dorthin wird Munition gebracht, die vernichtet werden muss. Ein großer Teil der Munition geht über den Arbeitstisch von Robert Dann, der die Kampfmittel von Anhaftungen befreit, identifiziert und sortiert. Nur so kann der Sprengstoffexperte die Munition für den Weitertransport auf der Straße sicher verpacken. Ja, der wird halt nochmal genau durchgeschaut, falls man irgendwas übersehen hat, falls da noch irgendwas drin ist, was Munition ist, um halt genau zu sein, nochmal sicher zu sein. So, ne? Also Ruhe ist geboten. Ne? Die Palette an Kampfmitteln, die bei Robert Dann landen, ist breit. Oft ist Munition gar nicht als solche zu erkennen. Der erfahrene Kampfmittelräumer muss die Waffenteile aber genau zuordnen können. Denn verschiedene Munitionsarten müssen getrennt voneinander gelagert und transportiert werden. Oft kommen verrostete Sprengkörper bei Robert an, die der Tauchtrupp aus Nord- und Ostsee geholt hat. Ja, also heute hatten wir weniger aus dem Unterwasserbereich, das kam jetzt aus dem Landbereich. Also das sind hier haben wir die Fallgewichte von den Stabbrandbomben, das sind kleine Brandbomben. Das sind eigentlich die Reste, die davon übrig sind. Wurfgranaten, Handwaffenmunition, die sind halt schon mal angebrannt gewesen. Also das war ein großer Klumpen. Das haben wir ein bisschen auseinandergeteilt, sodass wir die ja noch genau identifizieren können, weil bei denen gibt es auch noch ein paar Besonderheiten. Das sind jetzt normale Fallgewichte, aber es gibt zum Beispiel welche, die einen Zerleger noch haben, eine Zerlegeeinrichtung. Und das müssen wir halt ein bisschen trennen. Ne? Durch den Bauboom wird immer mehr Munition aus der Erde geholt. Vieles ist bei unsachgemäßem Umgang tödlich. Doch nicht alles, was hier landet, ist tatsächlich gefährlich. Einiges ist völlig harmlos, teilweise nicht einmal militärisch. Schrott heißt bei uns halt, dass es halt Metall ist, wo keine Explosivstoffe mehr vorhanden sind. Und das kann ganz normal den Schrott zugeführt werden. Also hier einmal Munitionsschrott, was richtig Munition mal war. Und halt normaler Metallschrott. Ein Job mit viel Verantwortung. Robert Dann liebt ihn trotzdem. Vor allem die Abwechslung. Ja, es ist halt eigentlich jeden Tag so, ne? Dass halt irgendwas dabei ist, was du halt noch nicht so oft gesehen hast oder noch gar nicht gesehen hast und erstmal suchen musst in den Datenblättern. Das passiert eigentlich jeden Tag. Ne? Im Innendienst sorgt Robert Dann auch dafür, dass der Betrieb immer in Schuss bleibt. 42 Hektar Land muss der Kampfmittelräumer pflegen. Robert will den Zustand der Anlagen begutachten. Der dichte Baumbewuchs soll als Splitterschutz dienen, wenn die Männer mal etwas sprengen müssen. Man ist ja hier im Gelände unterwegs und was einem dann auffällt, das wird dann im Laufe der Zeit dann gemacht. Was wir öfter mal haben, ist halt Windbruch, also Bäume, die halt umgeweht sind. Sowas haben wir öfter mal. Das ist eigentlich so das meiste. Ne? Als nächstes liegt der Sprengplatz auf Roberts Route. Dort vernichten die Männer nicht transportfähige Munition bis zu einer Netto-Explosivstoffmasse von 1 Kilogramm. Hier muss Robert dringend wieder für Ordnung sorgen. Also jetzt haben wir hier gerade das Problem, dass wir hier die Wildschweine hier im Gelände haben. Und ja, das müssen wir dann mal wieder in Ordnung bringen. Hier muss Robert wieder eine glatte Fläche herstellen.
Als letztes erreicht Robert dann den sensibelsten Bereich. Also hinter dem Zaun, da befindet sich unsere Bombenlage. Also dort haben wir alles an Großsprengkörpern gelagert, was wir hier angeliefert bekommen. Generell aus unserem Betrieb darf der schon wieder rein. Bloß das muss dann auch unter Anmeldung passieren. Also dass wir immer wissen, wie viele Leute wir im Gelände haben. Damit ist Robert dann mit seiner Runde am Ende. Die Anlage ist insgesamt in einem guten Zustand. Auch in Parchim können die Kampfmittelräumer zufrieden sein. Bis auf die Entschärfer haben mittlerweile alle Menschen den Evakuierungsbereich verlassen. Seit dem Vormittag wird der 300-Meter-Radius um die Fundstelle evakuiert. Mittlerweile laufen die letzten Nachkontrollen. Wenn die abgeschlossen sind, kann die Entschärfung bald beginnen. Bei Einsatzleiter Frank Schmidt macht sich leichte Nervosität breit. Die Entschärfung ist eine Premiere. Es gibt so eine leichte Aufregung, kann man das wohl nicht nennen. Also eine Angespanntheit, das ist da, klar. Aber ich habe die Profis vor Ort hier, ein gutes Team um mich rum. Und das gibt einem die Sicherheit. Dann ist es soweit. Die Entschärfung beginnt. Während der Koordinierungsstab wartet, nutzt die Feuerwehr die Zeit für Übungen. Sollte es zum Notfall kommen, sind die Männer aber bereit. Für die Evakuierten ist die städtische Turnhalle geöffnet, wo es auch eine Kleinigkeit zu essen gibt. Bei der Bombe handelt es sich um eine amerikanische Sprengbombe. In der 150 Pfund schweren Stahlhülle befinden sich 37 Kilogramm Sprengstoff. Der Zünder ist nicht vorgespannt, kann also herausgedreht werden. Wir haben eine gezielte Luftbildauswertung gemacht. Wir wissen, dass der Bereich bombardiert ist. Wir haben mehrere Einschlagpunkte lokalisieren können und die wurden dann von einer Fachfirma gezielt untersucht. Das heißt, die haben dann wirklich geguckt, ob da ein Verdachtspunkt ist oder nicht. Und deswegen ist die Bombe eben so vorsichtig freigelegt worden, dass wir gesagt haben, wir können sie noch liegen lassen bis zum optimalen Entschärfungszeitpunkt, der von der Stadt festgelegt wurde. Und das war eben heute. Ein Sonntag. So wird das Leben in der Stadt so wenig wie möglich beeinträchtigt. Dann wird Robert Molitor zur Bombenfundstelle gerufen. Die Entschärfung ist vorbei. Ist alles gut gegangen? In Guntramsdorf bei Wien sind die Kampfmittelräumer dabei, ein großes Objekt freizulegen. Seit sie ein Leitwerk gefunden haben, sind die Männer zuversichtlich, dass sie eine Fliegerbombe ausbuddeln. Die Kampfmittelräumer haben bereits einen halben Tag Arbeit hinter sich und sind mittlerweile in 6 Meter Tiefe angelangt. Jetzt wollen sie per Hand weitergraben und bestimmen per Handsonde noch einmal die genaue Position des Objekts. Stich mit den Spaten vor. Stich so vor. Um die Wasserproblematik in den Griff zu bekommen, wollen die Männer einen sogenannten Pumpensumpf einrichten. Vom Schwarzen weg. Vom Schwarzen weg. Ja, genau. Genau. Überall. Die kleine zwischen Spaten da. Jawohl. Nein, brauchst du nicht. Das Schwarze ist der Eindringkanal. Zunächst kommt noch einmal der Bagger zum Einsatz. Die Kampfmittelräumer müssen dafür sorgen, dass das Wasser gut abrinnen kann. Erst dann wollen sie das Objekt freilegen. Vermutlich sind sie noch einen Meter davon entfernt. Stefan Pleine hat ein Wechselbad der Gefühle durchlebt. Seine momentane Stimmung? Positiv. Natürlich, also es war jetzt gerade so, durch diese schwarze Ölpaste, die da drin herumschwimmt, glaubt man natürlich, okay, wahrscheinlich doch keine Bombe, weil es, da ist es irgendein Öl, eventuell ein Ölfass und so weiter. Und spätestens jetzt beim Auffinden von dem Leitwerk ist dann doch eher wieder der Verdacht Richtung Kriegsrelikt. Weniger Ölfass, mehr Kriegsrelikt, ist prinzipiell etwas Gutes. Jetzt wollen die Männer aus Sicherheitsgründen auf Handschachtung umstellen. Zunächst werden die Brunnenringe für den Pumpensumpf abgelassen. Die Ringe kommen an die tiefste Stelle im Loch. Dorthin leiten Stefan und sein Team das Wasser, um es effektiv abpumpen zu können. Dann verlassen die Männer der Baufirma das Loch. Die Kampfmittelexperten fangen an, den lehmigen Boden mit dem Spaten aufzugraben. Boah, so ein Dreck. Wir werden mit der Hand vorgraben, ausschließen, dass in einer gewissen Tiefe was ist, immer so Spatentiefe vom Baggerfahrer abziehen lassen. Immer der Bereich, wo sie sicher nicht liegt. Und werden so langsam antasten.
Diese Tätigkeit ist in dem schweren Boden mühsame Knochenarbeit. Stück für Stück kommen Stefan und Thomas dem Objekt immer näher. Mit äußerster Vorsicht tasten sich die Kampfmittelräumer an ihr Ziel heran. Ist es wirklich eine Bombe? Mit dem Spaten kommen sie nur sehr langsam voran. Mittlerweile neigt sich der Tag dem Ende. Ungeduldig werden Stefan und Thomas aber nicht. Ja, es ist immer ein ständiger Kampf. Grundwasser runter, Aushub runter messen. Grundwasser runter, Aushub runter messen. Ein ewiges Spiel. Nein, man tausend, jetzt haben wir wirklich nur knapp dran. Ja. Die Kampfmittelräumer machen eine Pause und verlassen die Grube. Ab sofort wollen sie in Brunnenringen weiterarbeiten. Die Betonringe sollen die Männer bei ihrer Arbeit in 6 Meter Tiefe schützen, falls Erdreich herabstürzt. Mittlerweile ist es Abend. Stefan trifft eine Entscheidung. Die gute Nachricht ist, wir sind sehr knapp dran. Aber trotzdem, der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Wir müssen ja auch an das denken, dass nach uns noch etwas weiteres passiert. Nämlich ein Polizeieinsatz, der Einsatz des Entminungsdienstes, Evakuierungsmaßnahmen und, und. In der Nacht ist natürlich eine denkbar ungünstige Situation, wenn man es verhindern kann und das am Tag machen kann, dass man sagt, passt, wir stellen ein, wir wissen, wir sind sehr knapp dran und werden das dann morgen ganz entspannt zu Ende bringen. Vernunft siegt über Ungeduld. Einmal müssen Stefan und sein Team noch schlafen. Dann wissen sie, was unter ihnen liegt. Felde bei Kiel. Entschärfer Alexander Matera auf dem Weg in die Lehrmittelsammlung des Kampfmittelräumdienstes. Dort lagern die Sprengkörper, die in Schleswig-Holstein aufgefunden wurden. Ältere Kollegen haben die ausgestellten Objekte teilweise schon kurz nach dem Krieg aufbereitet. Ja, das sind Artilleriezünder. Die müssen wir größtenteils kennen, denn von den Zündsystemen hängt ja ab, ob ein Kampfmittel handhabungsfähig ist oder nicht. Das heißt, hier werden wir Exponate zu Übungszwecken rausnehmen und die jungen Kollegen dann halt einweisen, welche Zünder auf welchen Granaten stecken und wie gefährlich die sind. Die Entschärfer nutzen die Zünder nicht nur als Anschauungsobjekte für die Ausbildung, sondern auch zum Vergleich, wenn sie Kampfmittel finden, die sie auf den ersten Blick nicht zuordnen können. Allein bei Artilleriemunition aus dem Zweiten Weltkrieg gab es hunderte verschiedene Zündertypen. Hier bei den beiden Beispielen sieht man sehr schön den Unterschied zwischen einem Sprenggeschoss und einem Panzergeschoss. Bei einem Sprenggeschoss ist die Wirkladung halt Sprengstoff. Das Geschoss selber wirkt eben durch die Detonation und durch Splitter. Das soll halt im Ziel möglichst viel Schaden durch die Explosion hervorrufen, während das Panzergeschoss eben darauf ausgelegt ist, Panzerstahl zu durchschlagen und im Inneren durch Abplatzung und durch die reine Wucht des Geschosses zu wirken. Über Schleswig-Holstein kam im Zweiten Weltkrieg eine Gesamtmasse von 49.000 Tonnen Abwurfmunition runter. In diesem Bereich haben wir amerikanische Abwurfmunition dargestellt. Hier zum Beispiel eine amerikanische 500 Pfund Fliegerbombe. Bei dem Modell haben wir 2 Zünder. Um bei einem Blindgänger eine Transportsicherheit herzustellen, muss man halt diese Zünder entfernen. Nachdem wir die Bombe also identifiziert haben und auch der Status des Zünders bekannt ist, kann sich der Entschärfer dann daran machen, diesen Zünder zu entfernen. Hier haben wir bei diesem Zündertyp nicht mit einer Ausbausperre zu rechnen. Das heißt, das Herausdrehen ist ein rein mechanischer Vorgang. Dann ist wichtig, dass man, um die Transportsicherheit herzustellen, auch die Zündkette voneinander trennt. Das heißt, der Detonator wird von der Übertragungsladung getrennt. Nachdem dann auch die Übertragungsladung aus der Bombe entfernt wurde, haben wir sozusagen die Transportsicherheit hergestellt. Und das ist jetzt, sind die Teile der Zündkette, die man sehen kann. Zum einen der mechanische Auslöseteil, also der Zünderoberteil, der Detonator und die Übertragungsladung. Wenn die 3 Teile voneinander getrennt sind, dann ist die Zündkette unterbrochen und damit ist die Bombe transportfähig. Dieses Vorgehen hat Alexander Matera schon zigmal im Ernstfall angewendet. Allein 24 Mal im Jahr 2020. Es gibt aber Zündertypen, die deutlich gefährlicher zu entschärfen sind. Hier haben wir jetzt im Vergleich zu dem einfachen Aufschlagzünder den amerikanischen Langzeitzünder. Bei dem Schnittmodell kann man sehr schön erkennen, dass wir hier die kleine Ampulle, diese Glasampulle haben mit dem Aceton. Hier drunter befindet sich eine kleine Filzscheibe. Wenn der Zünder ausgelöst wird, dann zerbricht diese Ampulle.
Das Aceton sickert auf die Filzscheibe. Das hat einfach den Hintergrund, dass das Aceton länger auf das Zelluloid wirken kann. Hier vorne im vorderen Bereich erkennt man den federvorgespannten Schlagbolzen. Das ist diese kleine Nadelspitze hier vorne. Wenn die Zelluloidscheiben so weit aufgeweicht sind, dass die Federkraft den Schlagbolzen nach vorne treibt, dann würde dieser Schlagbolzen hier vorne auf die kleine Zündpille wirken. Von dort aus würde dann ein Zündstrahl entstehen, der die Übertragungsladung initiiert. Die Übertragungsladung initiiert dann den Sprengstoff der eigentlichen Bombe und dann führt das eben zum Zerknall der Bombe. Damit so etwas nicht ungewollt vorkommt, machen Alexander Matera und seine Kollegen ihren gefährlichen, aber wichtigen Job. Knapp 1000 Kilometer entfernt sind Stefan Pleiner und sein Team ebenfalls in gefährlicher Mission unterwegs. Stefan ist davon überzeugt, dass hier im Boden eine Fliegerbombe liegt. Kurz vor dem Objekt mussten die Männer gestern Abend aufhören zu graben, weil ihnen die Dämmerung im Nacken saß. Heute ist das Kampfmittelräumteam pünktlich um 7 Uhr morgens wieder vor Ort. Wie im Vortag muss erstmal das Wasser weg. Also gestern war schon ein bisschen mühsam mit den ganzen technischen Herausforderungen. Aber heute sind wir alle wieder schwer motiviert. Und weit haben wir ja nicht mehr. Das heißt, am Objekt sollte man in der nächsten halben Stunde sein. Ja, dann schauen wir, was es ist. Dann wird es freigelegt und dann geht der Spaß los. Über Nacht ist das Loch wieder vollgelaufen. Die Kampfmittelräumer haben alle Hände voll zu tun, ihren Arbeitsplatz vorzubereiten. Wo das Objekt liegt, wissen sie schon präzise. Das Objekt wird ziemlich genau da erwartet, wo der Thomas gerade seinen Spaten drinnen hat. Genau hier wird das Objekt erwartet. Ja. Also eigentlich genau mittig von dem Brunnenring, Vorverbau, in einem halben Meter Tiefe in etwa. Haben wir so ein kleines Loch rum. Dann sollte bald nämlich kein Wasser mehr kommen, hoffentlich. Die Kampfmittelräumer haben Probleme, das Wasser aus den Brunnenringen herauszubekommen. Stefan und seine Kollegen graben außerhalb der Schachtringe tiefer als in den Ringen. So läuft das Wasser unter den Ringen ab und die Männer können es mit zwei Pumpen außerhalb der Schachtringe abpumpen. Passt. Ein kleines Stück gräbt Arnold Weinberger mit dem Bagger. Er muss die Maschine jetzt extrem sensibel steuern. Und zu mir wieder. Länger. Gut. Auf. Gemeinsam dirigieren Stefan und Thomas den Baggerfahrer. Jeweils wenige Zentimeter zieht Arnold Stück für Stück ab. Du, langsam, runter. Es ist schwierig mit dem Bagger. Der Baggerfahrer sieht genau gar nichts, muss eingewiesen werden. Ja. Aber es geht dahin, aber halt langsam. Immer mehr Lehmboden fördert der Bagger zutage. Weiterhin begleitet ein penetranter Benzingeruch die Arbeiten. Bis zum Objekt ist es jetzt nicht mehr weit. Die Männer sind hellwach. Was musst? Ja, genau. Genau. Ja, schaut's noch. Leitwerk schaut amerikanisch aus. Jawohl. Gut, danke dir, ciao. Alle wollen Neuigkeiten, oder? Ja, genau. Genau. Ja, also natürlich sind alle möglichen Leute, Firmen intern, natürlich schon sehr gespannt und wollen natürlich immer die aktuellen News haben. Klarerweise. Die Kampfmittelräumer sind jetzt fast an dem Objekt. Stefan gräbt besonders vorsichtig per Hand. Da haben wir es auf alle Fälle mal. Aber es ist ein Splitter. Siehst du das? Das ist die brennende Füllung von Brandbomben, auch Napalm genannt. Also ich habe da reingreifen können, hat sich angefühlt wie ein Splitter. Und da kommt schon diese Brennpaste raus. Ja.
dieses gelartige Gemisch aus Diesel, Benzin und ein paar anderen Stoffen. Napalm besteht hauptsächlich aus Benzin, gemischt mit Verdickungsmitteln, die ihm seine geleeartige Konsistenz verleihen. Erstmals setzten die Amerikaner den Kampfstoff 1943 im Zweiten Weltkrieg als Füllung von Brandbomben ein. Das Gemisch kann eine Verbrennungstemperatur von mehr als 1000 Grad erreichen, ist schwer zu löschen und verursacht schlimmste Verbrennungen. Die Männer müssen jetzt extrem vorsichtig graben, solange sie nicht wissen, ob die Bombe scharf ist. Drauf. Es kann sein, dass ein Zünder noch aktiv ist, wenn sie teildetoniert ist zum Beispiel. Es kann auch sein, dass sie aufgebrochen ist durch die Einschlagswucht und ein Blindgänger ist. Dann haben wir zwei intakte Zündsysteme drauf. Die Zünder sollten eigentlich beim Aufschlag detonieren, wodurch sich die Brandmasse im Inneren über eine große Fläche verteilen sollte. Immer mehr Napalm holen die Kampfmittelräume aus der Erde. Aber keine Fliegerbombe. Nun wissen die Männer schon mal, warum es so stark nach Benzin riecht. Warte, Junge, warte, ich muss das grauslige Zeugs da weg. Oh Gott. Nach mühsamer Buddelei findet der Einsatztrupp Hinweise auf die Bombenhülle. Es ist der Aufhängeösen. Aufhängeösen, ja. Aber schauen wir mal, dass wir da noch. Stefan und Thomas sammeln das umweltschädliche Napalm in einem Eimer. Das ist die Hülle, ja. Und man sieht da, dass sie aufgerissen ist. Und da tritt dieses Gemisch Diesel-Benzin. In Europa kamen nur wenige Brandbomben mit Napalmfüllung zum Einsatz. Trotz seiner Erfahrung hat Stefan Pleiner so eine Bombe noch nie ausgegraben. Die Kampfmittelräumer versuchen, das Geschoss so weit wie möglich freizulegen. Noch immer wissen sie nicht, ob von der Bombe akute Gefahr ausgeht. Die Arbeit wird immer beschwerlicher. Was machen wir den ganzen Tag? Irgendwo in stinkenden Löchern, da im Grundwasser irgendwelche Sachen ausgraben, offensichtlich. Hätte ich was Gescheites gelernt. Ja, schau, das ist alles komplett zersplittert. Stefan und Thomas graben weiter. Nach anderthalb Stunden haben sie die Bombe endlich so weit freigelegt, dass Stefan Pleiner das Brandgeschoss beurteilen kann. Seine Einschätzung? Die Bombe ist gefährlich. So, Thomas, ich sag, ob jetzt mit dem Bedienungsdienst weiter, ob Blindgänger oder nicht, kann man nicht genau sagen, eher ein Zerschell oder ein Teildetonierer. Das heißt, hinten ist sie definitiv aufgeplatzt. Es sind auch Splitter abgebrochen. Das heißt, es hat definitiv hinten eine Detonation stattgefunden. Sonst, wenn es jetzt nur auseinandergebrochen wäre aufgrund der Einschlagenergie, dann wäre hinten nicht die ganz markanten Sprengsplitter am Spuren. Sie schaut in diese Richtung runter. Aktuell geht von dem, wie sie da jetzt liegt, keine Gefahr aus. Wir wissen aber trotzdem nicht, was vorne drauf ist. Das bedeutet, ab dem jetzigen Zeitpunkt müssen wir die Polizei informieren. Nach anderthalb Tagen harter Arbeit haben die Männer die Brandbombe endlich freigelegt. Jetzt wird entschärft. In Parchim sind die Experten des Kampfmittelräumdienstes Mecklenburg-Vorpommern schon weiter. Die Entschärfer haben die amerikanische 150-Pfund-Sprengbombe bereits unschädlich gemacht. Robert Molitor begutachtet die Arbeit seiner Kollegen und ist zufrieden. Bernd Rode hat das Geschoss entschärft. Ja, natürlich ist man erleichtert. Ja. Routine darf auch nicht aufkommen, wenn möglich. Ne? Ja, das ist also die Bombe. Man sieht hinten noch ein Stück vom Leitwerk, den Rest. Vorne der Kopfzünder, 103 amerikanisch, ist leicht rausgegangen. Der Zünder ist so, wie er jetzt rausgekommen ist, nicht mehr sprengkräftig, braucht auch nicht vernichtet werden dadurch. Und die Bombe ist transportfähig.
zum Abtransport. Knapp 30 Minuten hat die Entschärfung gedauert. Das ging schnell. So unkompliziert sind nicht alle Bomben zu entschärfen. Einsatzleiter Frank Schmidt atmet durch, blickt aber schon in die Zukunft. Wie viele Bomben liegen hier noch in der Regimentsvorstadt? Erleichtert, dass das alles glatt abgegangen ist. Dank an alle Kräfte, die da mitgewirkt haben. Und ja, das Ergebnis liegt da, unscharf. Und die Premiere ist geglückt, denke ich mal. Und natürlich hoffen wir, dass es keine Folgevorstellung gibt. Damit ist die Bombe bereit zum Abtransport. 37 Kilogramm Sprengstoff sind noch in der nicht mehr scharfen Bombe. Dann sind die Kampfmittelräumer hier fertig. Die Bombe wird im nahen Jessenitz im Zerlegebetrieb des Kampfmittelbeseitigungsdienstes zwischengelagert. Robert Molitor ist zufrieden. Also das hat gut geklappt, also keine Schwierigkeiten hier mit dem Objekt selber. Und gute Zusammenarbeit wirklich mit der Stadt Parchim. Die haben das erste Mal gemacht, also hier lange keine Bombe. Und also für alle im Stab wirklich so ein Premiere sozusagen. Und dafür war das wirklich sehr gut. Ne? Die Kampfmittelräumer verladen die Bombe. Der Sprengstoff wird vernichtet, die Hülle vermutlich im Stadtmuseum ausgestellt. Für die Stadt ist die Premiere geglückt. Wahrscheinlich wird es nicht die letzte Bombe in Parchim sein. Die Kampfmittelräumer sind immer bereit. Auch bei Wien muss eine Fliegerbombe entschärft werden. Grüße, Bleiner spricht von der Firma EOD Munitionsbergung. Ich darf einen Fliegerbombenfund melden. Stefan Pleiner informiert die Polizei, die wiederum den staatlichen Entminungsdienst ruft. Vielen Dank. Wiederhören. Gut. Das heißt, wir verlassen das Feld. Der Entminungsdienst ist Teil des österreichischen Bundesheeres und zuständig für die Entschärfung. Die Polizei ist schnell vor Ort, auch die Entschärfer sind kurz darauf da. Gemeinsam diskutieren die Spezialisten über das weitere Vorgehen. Stefan Pleiner übergibt jetzt die Hauptverantwortung an die Kollegen vom Heer. Ja, also nach schweren 1,5 Tagen ist die Bombe jetzt tatsächlich an der Oberfläche angekommen. Sie ist geborgen worden, sie ist herausgehoben worden. Der Entminungsdienst hat sie begutachtet. Es ist tatsächlich der Kopfzünder. Ist vorhanden, ist scharf. Das bedeutet, die muss entschärft werden. Die Beamten verlieren keine Zeit. So schnell wie möglich soll die Brandbombe unschädlich gemacht werden. Dafür müssen die Polizisten die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Evakuierung. Die Polizei ist jetzt damit vom Entminungsdienst beauftragt, dass sie die umliegenden Industriegebäude evakuiert und alle Leute, die im Umkreis sich befinden, wegschaffen. Und sobald die Polizei dann freimeldet, sprich, dass sich keine Personen mehr im Evakuierungsradius befinden, werden dann die Experten vom Entminungsdienst mit der Entschärfung beginnen. Wenig später ist der komplette Bereich gesperrt. Die Entschärfung beginnt. Knapp 20 Minuten später ist sie schon wieder vorbei. Die Fliegerbombe, nach der Stefan und seine Kollegen 1,5 Tage unermüdlich gesucht haben, kann sicher verladen werden. 250 Pfund am Haken. Der Entminungsdienst wird die Bombe gleich ins Zwischenlager mitnehmen. Stolz werfen die Kampfmittelräumer noch einmal einen Blick auf die Brandbombe. Sehr schön. Wolfgang Körner leitet den Entminungsdienst und hat die Bombe unschädlich gemacht. Wir waren jetzt auf der Baustelle, nachdem sie eine 250-Kilo-Bombe gemeldet haben, sind wir dann gekommen. Die haben wir dann praktisch mit der zuständigen Baufirma positiverweise herausgehoben. Gewesen ist ein Zerscheller, bedeutet, dass eigentlich der eine Teil der Bombe, also der Heckzünder, schon explodiert ist, hat aber die ganze Bombe nicht mitgenommen hat und der vordere Teil, sozusagen der Kopfzünder, nicht explodiert ist. Den haben wir dann versucht zu entschärfen. Bedeutet, wir haben eigentlich transportsicher gemacht, weil alles sozusagen formschlüssig ist. Dadurch können wir es abtransportieren
Und das war's. Stefan Pleiner ist müde, aber glücklich. Sie liegt da, sie ist geborgen, sie ist gesichert. Also Gefahr gebannt, Einsatz erledigt. Und ich glaube, wir können alle auf die letzten zwei Tage da einigermaßen stolz sein. Widrige Bedingungen und schlussendlich ja, zu einem guten und positiven Ende geführt. Wieder einmal haben Stefan Pleiner und seine Kollegen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg nach vielen Jahrzehnten aus dem Boden geholt. Gemeinsam mit den Kollegen vom Entminungsdienst haben die Kampfmittelsucher eine Gefahr aus dem Verkehr gezogen und das Land damit ein Stück sicherer gemacht.